Hallo und herzlich willkommen auf der Industry Forward Expo. Mein Name ist Leopold Bochtler vom Publish Industry Verlag und unser nächster Vortrag auf der Industrial Solution Stage trägt den Titel Hoher Digitalisierungsgrad führt zu niedrigem Ressourcenverbrauch. Dazu eingeladen haben wir zwei spannende Speaker, einmal den Udo Lütze, CEO der Lütze International Group. Hallo Udo. Ja, hallo, grüß dich. Und dazu noch den Daniel Haag, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Stuttgart. Hallo Daniel. Hallo Leopold, ich freue mich. So viel von mir. Udo, Daniel, die Bühne gehört euch. Ja, Leopold, vielen herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Und auch ich freue mich, dass ich heute mich mit euch allen treffen kann, um ein spannendes Thema zu behandeln, nämlich inwieweit kann uns die Digitalisierung tatsächlich helfen, um Ressourcen zu sparen. Energiesparen, Ressourcensparen ist ein spannendes Thema, das uns tagtäglich begleitet in unterschiedlichen Feldern. Unsere Expertise ist im Bereich des Schaltschrankes und was genau in einem Schaltschrank vor sich geht. Und da wollen wir die Chance heute nutzen, einfach mal ein bisschen Einblick zu bringen in das, was wir hier machen und wie wir vor allen Dingen helfen können, mit Hilfe von Digitalisierung Ressourcen zu sparen. Ich gehe dann mal auf meine Präsentation. Und das Ganze fängt natürlich an mit dem Kernwort Energie. Energie begleitet uns tagtäglich bezüglich Energiekosten, das Verlangen danach, Energie zu sparen. Wir werden von Regierungen angehalten, das zu tun. Wir müssen aber auch selber darauf achten, dass wir diese Kosten kontrollieren. Und wenn ich einen Schaltschrank mir anschaue, dann ist das natürlich nichts anderes als ein Energieverwaltungszentrum von der einfachsten Funktion her. Denn ein Schaltschrank, der hat als Input Energie, das ist Energie, die reinkommt, wird innen geschaltet, verwaltet in Steuerungssignale und Antriebsleistung umgewandelt und geht dann wieder raus an die Anlage, wo das dann ganz umgesetzt wird, um die Anlage zu betreiben. Und bei so einer Situation wollen wir natürlich darauf achten, dass das Ganze effizient gestaltet ist und dass wir hier möglichst wenig Verlustleistung haben. Verlustleistung bedeutet, was aus dem Schaltschrank rauskommt. Das sind zwei Sachen. Das ist die Eingangsenergie, die zur Steuerung der Anlage genutzt wird, die tatsächlich zur Verfügung steht. Was übrig bleibt, das Delta zwischen Eingang und Ausgang, das ist die Verlustleistung. Das ist die Energie, die im Schaltschrank verbraten wird von den einzelnen Komponenten und hier in Wärme umgesetzt wird. Und wie wir alle wissen, kann natürlich Wärme Probleme bereiten. Hotspots können entstehen und dadurch können Komponenten ausfallen. Und das hat natürlich große Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit einer Anlage. Und wir haben uns Gedanken gemacht, auf der einen Seite, wie kann man die Steuerung effizienter gestalten? Und wie kann man die Steuerung so aufbauen, dass die Kühlung, also die Abführung der zusätzlichen Wärme, die hier durch Verlustwärme entsteht, dass man das besser gestalten kann? Klar, das Ziel muss sein, Energie zu sparen. Und Energiesparen bedeutet natürlich, CO2 zu reduzieren. Die Punkte, um die es uns geht, ist Nachhaltigkeit. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich im einfachsten Fall, dass ein Schaltschrank, der benötigt wird, um eine Anlage zu steuern, fehlerfrei funktioniert und zwar genauso lange, wie diese Anlage im Betrieb ist. Wir alle wissen, der Automatisierungsgrad steigert sich regelmäßig und das Letzte, was man sich leisten kann, sind Ausfälle, besonders im laufenden Betrieb, weil die nicht nur Geld und Zeit kosten, sondern eben auch zu Lieferschwierigkeiten führen können. Effizienz, gerade im Umgang mit Energie, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man wirklich nur so viel Energie einsetzt, wie man tatsächlich benötigt, um die Anlage zuverlässig zu betreiben. Das bedeutet natürlich auch, dass man auf der einen Seite darauf achtet, möglichst so wenig Verlustleistung wie möglich zu generieren und wenn man Verlustleistung hat, dass man sie ordentlich aus dem Schaltschrank herausbekommt und dadurch Hotspots eliminiert, dadurch vermeidet, dass gewisse Komponenten einen Wärmetod sterben und dementsprechend Ausfälle entstehen können. Predictive Maintenance ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema heutzutage. Wir alle wollen, dass unsere Anlagen uns rechtzeitig sagen, wenn es ein Problem gibt, damit man das beheben kann, bevor es zum großen Problem wird. Und in unserem Fall ist es natürlich die Verlustleistung. Wenn irgendwo eine Komponente nicht richtig funktioniert, besteht die Gefahr, dass sie überhitzt und dass sie dadurch die gesamte Anlage gefährdet.
Auch das ist etwas, was wir berücksichtigen wollen. Wir wollen natürlich dafür sorgen, dass ein Anstieg der Temperatur, dass eine Entwicklung von Hotspots rechtzeitig erkannt wird und über Predictive Maintenance behoben werden kann. Automatisierung findet immer mehr und mehr statt, bedeutet natürlich, dass mehr und mehr Steuerungen eingesetzt werden und wir wollen sie natürlich kompakt halten. Kompakt bedeutet aber auch, dass wir mehr Komponenten auf engstem Raum haben und die müssen zusammen harmonieren, miteinander arbeiten und auch hier wieder das thermische Problem, wie kriegen wir die Wärme raus? Ist es machbar? Ja, auf jeden Fall. Wir alle kennen das Beispiel von unseren Laptops. Die sind über die Jahre kompakter, leiser, kühler, aber auch leistungsstärker geworden. Warum? Weil das Thema Thermodynamik im Computer, im PC, im Laptop eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Entwicklung der Geräte bringt und ist hier im Schaltschrank eigentlich nicht anders. Und Cloud Ready bedeutet für uns ganz einfach, dass wir eine digitale Kommunikation zur Überwachung des Schaltschranks realisieren und dass der Schaltschrank direkt an Edge-Systeme angebunden werden kann. Warum an Edge-Systeme? Relativ einfach, damit man lokal überwachen kann, wie gut, wie effizient die Anlage funktioniert und ob man rechtzeitig noch eingreifen muss. Unser Beispiel, und da möchte ich nur ganz kurz auf unser Produkt eingehen, der Grund, weshalb wir uns mit dem Thema Thermodynamik im Schaltschrank beschäftigen und Verteilung der Kühlleistung, ist, unser Schaltschrank besteht normalerweise aus einem Verdrahtungsrahmen, wo die Komponenten montiert sind. Man sieht es hier bei dieser Abbildung. Da sitzen die Komponenten drauf, die Verdrahtung ist in den Rahmen integriert und im Unterschied zur Montagetafel haben wir die Möglichkeit, dass wir eine Luftzirkulation realisieren können. Das bedeutet, die Luft steigt vorne auf, nimmt die Wärme von den einzelnen Komponenten mit, kann hinten wieder herunterfallen. Das wird unter Umständen durch ein Gebläse oder durch ein Klimagerät mit unterstützt, um diese Zirkulation zu realisieren. Was wir dadurch erreichen, ist eine Homogenisierung des Klimas. Das bedeutet, wenn es irgendwo Wärmenester gibt, wird die Wärme verteilt. Und man hat dann die Möglichkeit, diese Wärme aus dem Schaltschrank herauszubekommen, entweder über die Außenhaut des Schaltschrankes, wenn das Temperaturdelta nach außen groß genug ist, oder durch die Unterstützung von Klimageräten. Ein weiterer Vorteil hier ist, dass wir dank der wegfallenden Kabelkanäle keine Verblockung haben. Das bedeutet, Wärme staut sich nicht mehr an den Komponenten. Das ist etwas, das uns die Praxis gezeigt hat, aber wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, wie realistisch sind diese Vorteile tatsächlich, die wir hier haben? Und wie kann man hier dem Markt helfen, eine effizientere Klimatisierung des Schaltschrankes zu realisieren? Und um das zu machen, haben wir vor etlichen Jahren eine Kooperation mit dem IGTE, dem Institut für Gebäudetechnik, Thermotechnik und Energiespeicherung an der Universität in Stuttgart angefangen. Und uns ging es letztendlich darum, die Frage zu stellen, was passiert genau im Schaltschrank? Dafür haben wir eine Klimakammer mit einem Schaltschrank bestückt und haben Messungen getätigt bezüglich Temperaturvergleich, Luftströmung und so weiter, um festzustellen, was genau im Schaltschrank passiert. Dies wurde dann digital modelliert, sodass wir dann Modelle aufbauen konnten, die dann ganz genau berechnen konnten, wie sich die Wärme im Schaltschrank verteilt. Doch es geht noch weiter. Wir stellen uns natürlich auch die Frage, wie warm wird es tatsächlich im Schaltschrank und wie hoch ist tatsächlich der Klimatisierungsbedarf? Denn im Normalfall, wenn wir Klimatisierung berechnen, dann nehmen wir einen Schaltschrank, wir berechnen die Maximalleistung aller Komponenten, addieren die zusammen und sagen, das ist die Kühlleistung, die wir erbringen müssen, um diese Wärme aus dem Schaltschrank rauszubekommen. Hat natürlich einen Haken und das ist, dass nicht alle Komponenten bei 100%iger Leistung permanent laufen. Das ist im Normalfall nicht der Fall. Und hier ist es wichtig, dass man den Schaltschrank mit seiner Funktion digital aufbaut, simuliert und bei dieser Simulation dann auch die thermischen Verhältnisse betrachtet. Das Ganze gekoppelt mit Informationen über die Umgebungstemperatur, sprich im Winter ist es kühler als im Sommer, kann man dann ganz relativ genau festlegen, wie viel Kühlleistung und welche Art der Kühlung tatsächlich gefordert ist, um sicherzustellen, dass die Komponenten hier sicher gekühlt werden und die Anlage auch tatsächlich läuft und es keine Ausfälle gibt. Wir haben uns überlegt, dass wir heute Ihnen und euch allen einen Einblick geben,
in diese Forschung, die wir hier täten bezüglich der Gleichzeitigkeit von Komponenten. Und das wäre jetzt der Punkt, wo ich an den Daniel übergebe. Und Daniel, kannst du weitermachen zu diesem spannenden Thema? Ja, vielen Dank, Udo. Ich freue mich. Genau, Simulation und Modellierung als Stichwort. Ich möchte mal einsteigen und so ein bisschen den Kontext aufzeigen, in dem man sich jetzt hier nochmal bewegt bei der Schaltschrankkühlung aus wissenschaftlicher Sicht. Ganz klassisch sind wir gestartet mit den Fragestellungen, welche Temperaturen liegen im Schaltschrank vor und wo können sich Hotspots bilden. Das ist im Prinzip jetzt ein Wissen, das hat sich in den mittlerweile jetzt 10 Jahren unserer Kooperation in der Industrie auch schon ganz gut verbreitet. Wir haben jetzt aber festgestellt, dass bei der Industrie der Schuh einfach noch an anderen Stellen drückt. Und das haben wir jetzt hier mal zusammengefasst unter zukünftige Fragestellungen. Im Prinzip als Metrik ist die Temperatur hilfreich, aber wirklich interessierend ist die Bauteillebensdauer. Nämlich das oberste Gut bei so einer Schaltschrankauslegung ist es zu garantieren, dass die Betriebssicherheit von so einer Anlage vorhanden ist. Und erst wenn diese Betriebssicherheit garantiert werden kann durch ein Konzept, dann kann man sich an die Punkte ranmachen, die natürlich sehr im Zeitgeist sind, wie den Energiebedarf von so einer Anlage zu reduzieren und damit einhergehend die Emissionen. Und daher ist ganz klar unsere Mission auch, erstmal quantifizieren zu können, welchen Energiebedarf hat denn unsere Anlage überhaupt, um dann ganz klar sagen zu können, das sind die Kosten und die Emissionen, die in diesem Bereich jetzt entstehen. Hier habe ich jetzt mal komprimiert aufgeführt, wo können jetzt in einem Schaltschrank CO2-Emissionen entstehen. Auch hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit, nur mal um die wichtigsten Oberkategorien darzustellen. Ganz klar, für meinen Kühlbetrieb, also beispielsweise für Lüfter, für Kompressionskälte, Kühlgeräte, brauche ich eine Endenergie, das heißt Elektrizität. Also ganz klassisch, was geht hier rein? Dann muss man sich aber noch darüber im Klaren sein, dass wenn ich jetzt beispielsweise ein Kompressionskälte-Kühlgerät verbrauche, dass dieses verbaue, dass dieses Kühlgerät selbst auch nochmal einen CO2-Footprint hat. Es ist natürlich aus Produktionssicht aufwendiger, hier ein Kompressionskälte-Kühlgerät herzustellen, wie beispielsweise einen Lüfter. Und dann ist noch ein Punkt, der wird jetzt auch immer wichtiger. In diesen Kältemaschinen ist auch ein sogenanntes Kältemittel drin und es kann auch vergleichsweise klimaschädlich sein, aber das sogenannte GWP kann man das abbilden, aber das Global Warming Potential. Was man dann natürlich auch immer noch hat, was hier reinspielt in den Kontext, sind Reparatur- und Wartungsaufwände beziehungsweise Komponentenaustausch, der anfallen kann. Man möchte jetzt natürlich im Idealfall ein nachhaltiges Kühlkonzept haben, das zu Beginn der Planung einmal ausgelegt wird und dann wird über den kompletten Betrieb nachhaltiger Schaltschrankbetrieb garantiert. Das heißt, alles, was ich jetzt hier an Verschwendung habe in Form von zusätzlicher Wartung, Komponentenaustausch, neuer Hardwareinstallation, das ist im Prinzip auch eine Quelle von CO2. Umbau habe ich damit im Prinzip auch schon vorweggenommen. Recycling ist nochmal ein Zusatzpunkt. Da kann ich auch wieder auf diese Kältemittel zurückkommen. Die Kältemittel, wenn man die jetzt direkt an die Umgebung entlassen würde, wäre das sehr, sehr klimaschädlich. Teilweise um den Faktor 1000 klimaschädlicher wie CO2. Macht man deswegen in der Praxis nicht oder ich hoffe nicht, dass das gängige Praxis ist, sondern die werden in der Regel nochmal thermisch aufbereitet. Aber bei dieser thermischen Aufbereitung muss man natürlich auch wieder Energie reinstecken, also auch ein Faktor, wie jetzt hier CO2 emittiert werden kann. Und wir sind jetzt hier heute im Kontext Modellierung, Simulation, aber auch Digitalisierung. Dann muss man fairerweise bei so einer Gegenüberstellung auch noch mit einbeziehen, dass solche Cloud-Systeme oder Rechensysteme jetzt natürlich auch nochmal Emissionen verursachen können oder alles, was das Thema Vernetzung Industrie 4.0 anbelangt. Darauf möchte ich später nochmal zurückkommen. So viel mal also zu dem groben Framework, was wir uns heute anschauen. Jetzt habe ich ja schon ein paar Mal das Wort nachhaltig benutzt, nachhaltiges Kühlkonzept. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich, dass ich nur so viel Energie einsetze, wie ich zwangsläufig für den Schaltschrankbetrieb brauche. Das heißt, es gilt für die Kühlenergie, die ich einsetze. Was auf jeden Fall durch dieses nachhaltige Kühlkonzept aber auch gewährleistet sein muss, ist, dass die Betriebssicherheit von dem Schaltschrank gehalten bleibt. Prio 1. Wenn man dann an diesen Punkt hinkommt, dass die Betriebssicherheit gewährleistet ist, dann kann man sich über das Thema CO2-Reduktion Gedanken machen, das heißt, wie ich energieeffizient unterwegs sein möchte. Jetzt kann man sich ja auf den Standpunkt stellen und sagen, okay, die Wissenschaft ist ja soweit, was steht aber heute noch so einem nachhaltigen Kühlkonzept gegenüber?
Da habe ich jetzt hier mal drei Haupthindernisse aufgelistet. Punkt 1, Sicherheitsdenken. Würde mir wahrscheinlich auch nicht anders gehen, wenn ich jetzt auf der anderen Seite vom Tisch sitze und ein Anlagenbetreiber bin, dann möchte ich natürlich auch, dass meine Anlage nicht ausfällt. Was kann ich jetzt aber auch von Seiten der Wissenschaft oder auch Seiten der Fachindustrie antworten? Wir können solche Schaltanlagen thermisch auslegen mit normgerechten und validierten Berechnungsmodellen. Dann ist man hier auf der sicheren Seite. Da zeige ich nachher auch noch mal ein paar Beispiele aus der Praxis, wie man hier einfach sicher vorgehen kann. Punkt 2, unscharfe Betriebsbedingungen. Wir wundern uns immer wieder, wie weit da Theorie und Praxis auseinanderliegen. Deswegen sind auch hier Praxismessungen oder überhaupt ein Einbezug der Praxis sehr wichtig. Das heißt, damit man überhaupt mit den richtigen Randbedingungen auslegt und dann nachher auch dahingehend bedarfsgerecht unterwegs bin, dass ich auch tatsächlich für den Schaltschrank ausgelegt habe und nicht für den Schaltschrank, wo vielleicht viel mehr Verlustleistung anfällt. Wie kann man sich hier helfen? Indem die Modelle dynamisch angepasst werden, das heißt, indem man die Randbedingungen hier dynamisch anpasst oder gegebenenfalls auch durch virtuelle Sensoren. Beispiel für einen virtuellen Sensor wäre, dass man eine Temperaturmessung plus eine Simulationsmodell koppelt, um so eine Abschätzung der Verlustleistung machen zu können. Letzter Punkt, vielleicht sogar der wichtigste. Wie überall im Leben sind auch hier bei der Schaltschrankkühlung unterschiedliche Stakeholder unterwegs. Einfachstes Beispiel, der Schaltschrankplaner bezahlt später in der Regel nicht die Energierechnung für den Schaltschrank. Das heißt, salopp gesagt, dem Schaltschrankplaner ist es egal, wie der Energieumsatz von der Anlage aussieht. Der will erstmal, dass die Thermoprüfung, also der thermische Nachweis, bestanden ist und dass erstmal kein Versagen auftritt. Dem kann man helfen oder Abhilfe schaffen, indem man jetzt hier ein nahtloses Modell implementiert, am besten in der Cloud, das entlang der kompletten Wertschöpfungskette hier übergeben wird. Jetzt, wie angedeutet, zweimal ein Blick in die Praxis. Punkt 1, Verlustleistung und Gleichzeitigkeit. Meiner Meinung nach ist das sogar fast der größte Hebel, den man hat in diesem Bereich, um nachhaltig unterwegs zu sein, einfach realitätsnahe auszulegen. Sie sehen jetzt hier links und rechts zwei Thermosimulationen gegenübergestellt. Links war unser initialer Ansatz, einfach alle Verlustleistungen, Nennverlustleistungen aus den Datenblättern aufzusummieren. Wir kamen hier auf 500 Watt Verlustleistung. Wenn man sich die Simulationsergebnisse anschaut im Temperaturschnitt, sehr bedenklich. Wir kamen jetzt im oberen Bereich auf 50 Grad oder so drüber. Wenn man allein das anschaut, man braucht auf jeden Fall ein Kühlgerät, muss hier viel Energie investieren. Auf der rechten Seite, was dann tatsächlich in der Praxis vorlag, das heißt unsere abgeglichene CFD-Simulation, also Thermosimulation, auf Basis der Messdaten kalibriert. Hier war jetzt im Betrieb auf einmal nur noch 40% der Verlustleistung im Schaltschrank vorhanden. Das heißt, von den initialen 500 Watt sind wir jetzt runtergekommen auf 200 Watt. Und mit dem Wissen kann man natürlich ganz anders auslegen und hier jetzt auf der rechten Seite beispielsweise nur mit einem Lüfter wie mit dem Airblower die Luft durchmischen und so energieeffizient unterwegs sein. Das heißt, hier Takeaway, Abgleich zwischen Theorie und Praxis ist hier unerlässlich für eine bedarfsgerechte Kühlung. Praxisbeispiel 2. Es ist einfach extrem wichtig anzuerkennen, dass hier viel Individualität besteht im Schaltschrankbereich und dass es einen Unterschied macht, ob ein Schaltschrank in einer Kombination steht oder einzeln. Hier ist jetzt dargestellt ein Stromlinienbild, das heißt, da kann man den Fluss der Luft nachvollziehen. Man hat hier jetzt nur auf jedem zweiten Schaltschrank ein Kühlgerät und man sieht, dass in den Bereichen, wo das Kühlgerät ist, also in den Schränken 2, 4 und 6, alles sehr gut durchströmt ist. Man hat aber auch Bereiche, beispielsweise den äußeren Schaltschrank 7, hier schwarz umrandet, wo im Prinzip gar keine Durchströmung auftritt. Das heißt, um hier jetzt das Temperaturniveau so weit zu senken, dass man noch im erlaubten Bereich liegt, muss man einfach überproportional viel mehr Kühlenergie überhaupt erst investieren. Das heißt, hier würde einfach von vornherein eine normgerechte und validierte Planung dazu führen, dass man hier Lüftersysteme vorsetzt, die das Kühlgerät unterstützen können und dass man dann nur so viel Elektrizität verbraucht, wie man später auch wirklich für den Betrieb unbedingt vorsehen muss. So viel mal zum theoretischen oder Thermohintergrund, sage ich mal. Jetzt, hatte ich ja vorher schon angedeutet, muss man sich aber auch ganz fair der Frage stellen, ist Digitalisierung denn immer gut? Wir wissen alle, dass es auch Schattenseiten der Digitalisierung gibt. So als Vergleichsmetrik habe ich jetzt hier mal ein paar Zahlen mitgebracht. Je nachdem, welche Studie man nimmt, wir haben jetzt mal einen mittleren Wert angenommen, gehen weltweit ungefähr 2,5% der CO2-Emissionen auf den globalen Flugverkehr.
Demgegenüber ist man mit 2-4% bei den Cloud- und Rechenzentren unterwegs. Also mindestens der gleiche Wert, wenn nicht sogar ein höherer. Je nachdem, welcher Quellenlage man hier traut. Beispiel aus dem Alltag. Auch hier ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit, einfach um einen Richtwert zu liefern. Eine Stunde Netflix, hohe Auflösung, Standard in Europa, verursacht in etwa 300-400 Gramm CO2 pro Stunde. Also schon eine ganze Menge. Und ich habe zumindest in meinem persönlichen Alltag den Eindruck, dass CO2 im Bereich der Digitalisierung nicht so weit thematisiert wird wie beispielsweise in anderen Sektoren. Also muss man einfach auf dem Schirm haben. Deswegen haben wir uns mal hingesetzt in Zusammenarbeit mit Lütze und haben uns überlegt, was würde denn so ein digitaler Zwilling, wie wir ihn angedacht haben, an CO2 emittieren. Wir sind ausgegangen von unserem AirTemp-Berechnungsprogramm, das wir zusammen mit Lütze entwickelt haben, haben gesagt, wir brauchen eine Berechnung pro Minute, cloudbasiert, an 365 Tagen im Jahr, um Soll- und Ist-Zustand von so einem Schaltschrank abzugleichen. Das Ganze haben wir typisch bei einem Hyperscaler gehostet. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass wir im Jahr etwa 25 Kilowattstunden Elektrizität verbrauchen durch diesen digitalen Zwilling. In CO2-Äquivalent bedeutet es 10,5 Tonnen pro Jahr. Was, um wieder auf das Beispiel von vorher zurückzukommen, ungefähr 30 Stunden Netflix entspricht. Einfach damit man hier handhabbar eine Größe hat. Das heißt, auch hier Takeaway. Der Break-Even-Point für so einen Einsatz von einem digitalen Zwilling muss bei mindestens 10,5 Tonnen CO2 liegen, sonst lohnt es sich nicht. Hier jetzt die Gegenüberstellung, das heißt, wie groß kann das Nutzenpotenzial sein? Lohnt sich der Einsatz von einem digitalen Zwilling? Hier ein Use-Case, den wir vor kurzem nachgerechnet haben. Ganz normaler Schaltschrank, Steuerungstechnik, 500 Watt verbaut an Verlustleistung. Wir dürfen jetzt maximal 40 Grad in dem Schaltschrank haben. Auf der linken Seite der Ausgangszustand, auf der rechten Seite der optimierte Zustand. Im Ausgangszustand hatte man jetzt thermisch gesehen so ein Verhalten, wie ich es Ihnen vorher gezeigt hatte, bei dem schlecht durchströmten Schrank 7, der neben dem Kühlgerät war, aber wo keine kalte Luft ankam. Um jetzt hier eine Wirkung zu erreichen, das heißt unter den 40 Grad zu bleiben oder bei den 40 Grad, muss ich sehr viel Kühlenergie aufwenden. Man hat jetzt hier bei den Balken gezeigt über das Jahr hinweg, dass zwischen April und November Kühlenergie zugeführt werden muss mit dem Peak im Sommer bei den heißen Sommermonaten. Aufkumuliert landen wir jetzt hier bei 557 Kilowattstunden, die wir pro Jahr aufwenden müssen für die Kühlung. Auf der rechten Seite der optimierte Zustand. Da haben wir jetzt im Prinzip alle Register gezogen, die wir so haben in unserem Werkzeugkasten. Das heißt Einsatzverdrahtungssystem, Airblower-Einsatz, also Zirkulationsströmung, Bauteilentzerrung und so weiter. Haben einfach von Anfang an bedarfsgerecht ausgelegt. Und hier kam man zu dem Ergebnis, dass die Temperaturen immer eingehalten werden. Das heißt, wir waren immer bei 40 Grad oder drunter und haben jetzt nur noch in den Monaten Juni bis September einen Zukühlbedarf. Hier sieht man schon mit bloßem Auge, der Zukühlbedarf ist wesentlich geringer. Aufkumuliert kommen wir hier auf 131 Kilowattstunden. Das heißt, ein Delta von 426 Kilowattstunden pro Jahr oder CO2-Äquivalent 179 Tonnen. Das heißt, auf der zu einsparenden Seite stehen 179 Tonnen, auf der Einsatzseite 10,5 Tonnen, wie vorher gezeigt. Das heißt, hier ganz klar Take-Away-Message von unserer Seite, hier lohnt sich ein digitaler Zwilling oder bedarfsgerechte Modellierung. Jetzt nochmal zusammenfassend, es waren jetzt einiges an Informationen. Pro, Contra, digitaler Zwilling oder was sind überhaupt die Fähigkeiten? Man muss natürlich sagen, Digitalisierung verursacht auch CO2-Emissionen. Hier konnten wir aber anhand von einem Use Case zeigen, lohnt sich der Einsatz, da hier Größenordnungen da dazwischen liegen beim Nutzenpotenzial. Man hat natürlich auch einen zusätzlichen Invest, also Kosten, die jetzt anfallen durch Hardware und Cloud, aber kann dafür Betriebsenergie einsparen und gegebenenfalls auch physische Ressourcen, wie auf ein kleineres Kühlgerät zu setzen. Man hat außerdem noch den Benefit, dass man auch Live-Daten in Form von Temperatur, Verlustleistung aus dem Schaltschrank kriegt. Daten sind ja generell wichtig im Kontext von Industrie 4.0. Außerdem kann man hinkommen zu einer Welt, wo die Betriebssicherheit im Vordergrund steht und man Aussagen zu Bauteillebensdauern treffen kann. Das heißt, mein klares Fazit hier aus wissenschaftlicher Sicht ist auf jeden Fall, Digitalisierung lohnt sich hier im Schaltschrankbereich und ist kein Widerspruch zur Nachhaltigkeit. Ja, Daniel, vielen herzlichen Dank für die kurze Zusammenfassung zu diesem Thema. Wie gesagt, es tut sich unwahrscheinlich viel in diesem Bereich und das ist natürlich auch etwas, wo wir dranbleiben wollen. Besonders ist für uns wichtig, dass wir hier
Cloud-basierende Werkzeuge erstellen, wo man genau diese Berechnung im individuellen Fall, denn jeder Schaltschrank ist anders, durchführen kann, um festzustellen, wie viel potenzielle Energie oder CO2 man tatsächlich braucht, um diesen Schaltschrank zu betreiben. Und im Idealfall die Optimierung, ich fand es eine sehr schöne Darstellung zu zeigen, wie der Einsatz über das Jahr, über den Verlauf des Jahres optimiert werden kann, dass man eben durch den Einsatz von den richtigen Werkzeugen und den richtigen Strategien dafür sorgen kann, dass der Energieeinsatz dramatisch reduziert wird. Das bedeutet natürlich auch, dass wir neue Hardwarelösungen brauchen. Wir brauchen effiziente Konzepte zur Schaltschrankkühlung und ganz, ganz wichtig, dass wir auch bereitstehen, um den Markt in diesem Bereich zu beraten. Das Wissen, das wir hier über die letzten 10 Jahre angehäuft haben, wollen wir natürlich auch weitergeben an die Industrie, denn wir sehen hier gerade im Schaltschrankbereich ein sehr, sehr hohes Potenzial, wo man sparen kann. Ja, das wäre das Ende unseres Vortrags. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an euch für den Vortrag und für die spannenden Einblicke auf jeden Fall. Es sind auch schon Fragen reingekommen. Ich fange gleich an. Warum sind Kältemittel schlecht für das Klima? Da würde ich jetzt mal antworten. Ich denke, das geht auf jeden Fall Richtung Gebäudeenergetik. Auf jeden Fall ein komplexes Thema. Damit so ein Kälteprozess funktioniert, muss dieses Fluid sehr bestimmte Eigenschaften haben. Und da ist eben das Problem, damit es diese Eigenschaften hat, geht in der Regel auch mit einher, dass es ein sehr hohes Treibhausgaspotenzial hat. Also das Gleiche wie bei CO2 auch. Das ist einfach, reichert sich dann in der Atmosphäre an, wenn es an die Umgebung kommt und blockt dann quasi die reflektierte Solarstrahlung wieder ab. Also wie ein Gewächshaus. Und so ein konventionelles Kältemittel kann eben über den Faktor 1000 schlimmer sein wie CO2, also als Äquivalent. Okay, vielen Dank für die Antwort. Dann die nächste Frage gleich hinterher. Meinen Sie, das Denken, Nachhaltigkeit als Chance und nicht als Last zu betrachten, ist schon in der gesamten Industrie angekommen oder ist hier noch ein großer Schritt zu gehen? Ja, also da möchte ich sagen, da haben wir sicherlich noch etwas Arbeit vor uns. Das Bewusstsein ist auf jeden Fall schon mal geweckt worden. Und viele am Markt machen sich darüber Gedanken, gerade weil es eben auch externen Druck gibt, dass man sich darüber Gedanken macht. Und wenn wir es mal ganz einfach zusammenfassen, es geht hier um Geld. Ressourcen und Energie kostet Geld und wer das einspart, die Energie, die man nicht nutzt, das sind Kosten, die man nicht hat, das geht dann natürlich auch direkt auf das Ergebnis des Unternehmens. Okay, vielen Dank. Dann gleich nochmal an dich, Udo. Wie sieht der grüne Fußabdruck bei Aluminium aus? Das Verdrahtungssystem ist ja aus Aluminium. Ja, genau. Wir haben Aluminium gewählt, weil es sehr viele Vorteile hat. Sicherlich zur Herstellung von Aluminium braucht man elektrische Energie. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch hier haben wir darauf geachtet, dass wir nicht das Aluminium irgendwo global beziehen, wo wir vielleicht den niedrigsten Preis kriegen, aber dann bedingt durch die Herstellungssysteme wie auch die Transportkosten dann natürlich wieder die CO2-Bilanz nach oben bringen. Wir beziehen unser Aluminium aus Europa. Es wird in Werken verarbeitet, wo grüne Energie, wie es so schön heißt, eingesetzt wird. Das bedeutet, man ist hier schon von Anfang an bedacht, CO2 einzusparen. Ich schaue mal kurz nach. Ich habe hier ein paar Werte. Wenn ich es finde, sehe ich es, kann ich es Ihnen sogar gleich mitteilen. Also im Augenblick sind es ungefähr 8 Tonnen im Durchschnitt, die gebraucht werden, um 8 Tonnen CO2, um eine Tonne Aluminium herzustellen. Das ist der Durchschnittswert, 8 in Europa. Bei uns ist es mittlerweile, haben wir es runtergebracht auf 4, bedingt durch die Maßnahmen. Und wenn wir natürlich aus dem Ausland die Sache beziehen würden, wird es noch extrem nach oben gehen. Okay, vielen Dank. Dann gleich noch eine Lützebezogene Frage. Unterstützt Lütze noch in anderen Bereichen außer dem Schaltschrankbau auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit begleitet uns eigentlich tagtäglich. Das geht bei uns auch in alle Produkte ein. Wenn ein neues Produkt entwickelt wird oder eine Produktfamilie weiterentwickelt wird, stellen wir uns natürlich auch die Frage, wie nachhaltig ist das Produkt? Das bedeutet für uns, welche Ressourcen werden eingesetzt, um das Produkt herzustellen? Welche Rohmaterialien werden eingesetzt? Und wie verarbeiten wir das Ganze? Und das spielt bei uns eine ganz, ganz große Rolle bei der Entscheidung, ob ein Produkt im Markt eingeführt wird oder weitergeführt wird.
Sicherlich gibt es hier auch legale Rahmenbedingungen, an die wir uns halten müssen. Aber das geht für uns Hand in Hand. Nochmals, wenn ich ineffizient produziere, bedeutet das für mich mehr Kosten. Und die kann man sich heutzutage, gerade wenn man in Europa fertigt, nicht mehr leisten. Okay, vielen Dank. Jetzt ist auch gerade noch während der Q&A eine Frage live reingekommen. Ist die thermische Betrachtung von Airstream aus E-Plan Electric P8 angedacht oder in Arbeit? Ja gut, da arbeiten wir sehr eng mit E-Plan zusammen und möchte ich im Augenblick noch nicht so viel sagen, weil wir uns verschiedene Lösungsansätze im Augenblick ansehen, aber es ist ganz klar, die Werkzeuge, die in der Industrie eingesetzt werden, die müssen alle miteinander harmonieren und da arbeiten wir dran. Okay, vielen Dank. Dann gleich weiter. Kann Lütze und IGTE für Praxismessungen beauftragt werden? Ja, jederzeit. Wir haben das auch schon mit Kunden gemacht. Denn nochmal, jeder Schaltschrank ist individuell, jeder Schaltschrank ist anders aufgebaut, hat andere Anforderungen. Und da ist es sicherlich sinnvoll, gerade die Automobilindustrie hat hier schon sehr oft auf uns zurückgegriffen, um unsere Expertise, die wir hier erarbeitet haben, einzusetzen. Haben wir auch recht erfolgreich gemacht, um einfach sicherzustellen, dass die Anlagen laufen. Das ist eigentlich das Hauptthema letztendlich. Denn wenn gerade bei der Automobilindustrie das Fertigungsband steht, das sind immense Kosten, die da entstehen und Zeitverlust und Produktionsausfall. Und das muss natürlich auf jeden Fall vermieden werden. Und wenn man das dann auch noch schafft, dass man das energieeffizient vermeidet, dann hat man echt einen Vorteil. Das machen wir schon regelmäßig und da sind wir auch für weitere Gespräche offen, jederzeit. Okay, vielen Dank. Dann zwei Fragen habe ich noch. Sollte ich mir ein neues System anschaffen oder kann mein bestehendes Schaltschranksystem nachträglich digitalisiert werden? Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil man ja mit der Leiter, mit der Montagetafel im normalen Schaltschrank ein Stück weit eingeschränkt ist. Das bedeutet, ich habe dort einfach gewisse Verblockungen und thermische Herausforderungen. Sicherlich kann man auch das simulieren und die Gleichzeitigkeitsberechnung machen. Man hat aber nicht die neuen Möglichkeiten, die wir jetzt bieten mit dem Verdrahtungssystem, um das besser zu lösen. Also empfehlenswert wäre es natürlich schon, auf das Verdrahtungssystem zu wechseln. Klar, ist natürlich nicht in jeder Situation möglich. Okay, vielen Dank. Und dann komme ich zur letzten Frage. Ist die Digitalisierung meines Systems nicht mit sehr hohen Initialkosten verbunden? Ja, das möchte ich nicht unbedingt sagen, denn man muss eine gesamtheitliche Rechnung bei dieser Betrachtung machen. Die große Arbeit, die hier eigentlich ansteht, das war überhaupt mal zu verstehen, was im Schaltschrank passiert. Und wir haben bei unserer Arbeit herausgestellt, dass es oft reicht, einen Lüfter einzusetzen, um die Luft so umzuwälzen, dass man die Hotspots wegbekommt und dadurch sicherstellen kann, dass die Anlagen zuverlässig laufen. In diesem Fall kann man tatsächlich Geld sparen, weil die Klimageräte dann wegfallen können oder kleiner ausfallen. Ich möchte hier ganz klar betonen, ich bin kein Feind von Klimageräten, ganz im Gegenteil. Ich finde, die sind unwahrscheinlich wichtig zur Sicherstellung. Nur es muss eben sichergestellt werden, dass sie richtig ausgelegt werden. Und wenn man hier weggeht von der Überdimensionierung, die man aus Angstgefühlen macht, weil man eben sicherstellen möchte, dass einem wortwörtlich nichts anbrennt, wenn wir hier etwas genauer arbeiten können und sagen, okay, durch die Berechnung, die wir anbieten, können wir ganz genau sagen, wie das Klimagerät ausgelegt werden soll. Da hat der Kunde einen echten Vorteil und das bringt dann natürlich auch die Kosten wieder runter. Okay, vielen Dank. Dann hoffe ich, damit sind erstmal alle Fragen beantwortet. Ich bedanke mich bei euch beiden für den spannenden Vortrag und die Einblicke sowohl wissenschaftlich als auch in der Praxis und bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, wie immer fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal auf der Industry Forward Expo.